Jetzt das eine, diese Missstände Ihrer Meinung nach aufzuzeigen, das andere ist natürlich auch, was kann man ändern oder der Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt davon ausgehen, spekulieren wir mal ein bisschen. Sie sagen jetzt, möglicherweise kommt es zu einer Anklage, möglicherweise, wenn es nach Ihnen geht mit dem Justizministerium, kommt es dann auch zu einem Bruch in der Koalition, es kommt zu Neuwahlen. Sie sind ein langjähriger Politiker, langjährig auch in der politischen Landschaft tätig gewesen. Welche Optionen hat denn die ÖVP danach noch? Jetzt haben wir Rot-Schwarz hat nicht funktioniert, Schwarz-Blau hat nicht funktioniert, Schwarz-Grün hat nicht funktioniert. Wenn wir uns so die Stärkenverhältnisse jetzt auch im Parlament ansehen, da ist jede andere Zweierkoalition, zumindest momentan, eher schwierig. Also welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt noch, dass, selbst wenn er das jetzt alles umsetzt, was Sie sagen, selbst wenn das alles so kommt, wie Sie es auch sagen, dass das überhaupt ein realistisches Szenario ist? Ich habe da einen völlig anderen Vorschlag. Wenn man die ÖVP und die Sebastian Kurz-Regierungen der letzten Jahre sieht, dann sieht man, dass zuerst riesige Hochzeit gefeiert worden ist und eineinhalb Jahr später liegt ein völlig ausgesaugter und ruinierter Koalitionspartner irgendwo am Straßenrand und der Kurz sucht sich den Nächsten. Das kann nicht so weitergehen. Das wissen eh alle. Mein Vorschlag wäre, aber ich bin jetzt Journalist und Herausgeber von Zack Zack und nicht Politiker, aber überlegen wir es ja trotzdem. Mein Vorschlag wäre, eine Vier-Parteien-Regierung zu bilden, die ein ganz konkretes Programm hat, nämlich gemeinsame Budgets zu beschließen, weil das braucht man, damit man regiert, aber ein Mindestprogramm abzuarbeiten, und das ist Aufklärung von Korruption, eine neue Korruptionsgesetzgebung, die viel, viel schärfer ist als die früher, das Führen aller Strafverfahren, damit die Altlasten aufgearbeitet werden und das müsste die FPÖ schlucken, eine gemeinsame Anti-Corona-Politik, die die Sorgen aller Menschen ernst nimmt, aber die Gesundheit an die erste Stelle setzt. Das ist auch in anderen Ländern passiert. Wir müssen einmal in Österreich darüber nachdenken, ob es für das Land nicht das Beste wäre, wenn sich alle anderen politischen Kräfte für einen überschaubaren Zeitraum, weil das ist nicht für die Ewigkeit, zusammentun und sagen, machen wir es einmal ohne die ÖVP, weil es gibt ein ganz einfaches Argument. Wenn ich mir die sachliche Bilanz der Kurzregierungen anschaue, dann ist alles besser als eine Regierung mit dieser ÖVP. Schlechter kann man es nicht machen. Es ist keine tolle Alternative, das ist keine Zukunftsalternative, aber eine vernünftige Übergangsregierung, die die Chance bietet auf Neues und Pressefreiheit schützt, unabhängige Justiz schützt und unsere Freiheit vor der ÖVP schützt. Das wäre eine Möglichkeit. Aber muss ich noch mal kurz nachhaken, vielleicht auch in einem Satz noch, wir sind schon relativ weit in der Zeit und ich habe dann noch, natürlich wollen wir nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft noch ein bisschen schauen. Aber wie realistisch ist denn das? Also wenn ich mir jetzt überlege, die Protagonisten, die wir heute haben, werden wir vermutlich, obwohl nichts ist fix in Österreich, auch nächstes Jahr im April noch haben. Da haben wir einen Herbert Kickl bei der FPÖ mit einer Pamela Rendi-Wagner und einer Beate Meinl-Reisinger, das sind einmal drei Parteien bei den Grünen. Je nachdem müsste man halt schauen, ob das weiter Werner Kogler oder die Sigi Maurer dann noch sind, wenn die Regierung platzen sollte. Aber wenn wir dieses Gedankenspiel schon weiterspielen, das ist ja, also da fällt Weihnachten auf Ostern, oder? Bevor der Herbert Kickl und Werner Kogler gemeinsam eine Koalition bilden können, realistischerweise gesagt. Also die Freiheitliche Partei hat schon Abenteuerlicheres getan. Und für mich ist das einfach eine Entscheidungsfrage. Seid ihr bereit, über eure eigenen Parteischatten zu springen zum Wohl dieser Republik oder geht es euch nur um die Partei? Wenn es euch nur, und das gilt auch für Kickl, wenn es euch nur um die eigene Partei geht, dann seid ihr nicht besser als Sebastian Kurz und die ÖVP. Das ist eine Chance, das ist eine Möglichkeit für einen Übergang, das ist keine Lösung. Weil eine Lösung müsste eine große ökologische Steuerreform, eine große Bildungsreform und so weiter beinhalten. Wenn Kickl und vielleicht andere sagen, nein, ich hupf nicht über meinen eigenen Schatten, dann ist es wahrscheinlich Zeit, dass sich vernünftige Bürgerinnen und Bürger zusammentun und sagen, mach mal was Neues. Das ist seinerzeit bei den Grünen so passiert, da war ich dabei. Ich will nicht meine dritte Partei gründen. Aber ich würde das mit großer Sympathie betrachten. Ja. Dann entsteht halt was Neues. Das muss in einem tollen Land wie Österreich möglich sein.